Meine ganz kurze Einführung und dann würde ich gerne in der Reihenfolge Hans-Josef Fell, Claudia Kempfert, Franz Alt, Joachim Goldbeck, Jutta Trube, Frank Ferenczky, David Wortmann und Thomas Hiering um Beiträge bitten und dann haben wir noch Zeit zur Diskussion. Ganz kurz zur Einführung. Ich denke, die augenblickliche Corona-Krise sollte nicht nur als eine Katastrophe gesehen werden, was sie natürlich ist, sondern auch als eine Gelegenheit, globale Lösungen für globale Krisen zu finden. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel. Und wenn wir jetzt zu unserem Thema kommen, zu erneuerbaren Energien und Solarenergie, ich glaube, wir wissen alle, dass Deutschland Pionier war im Jahre 2000 mit dem EEG-Gesetz, was wesentlich von Hans-Josef Fell, der heute hier bei uns ist, und Hermann Scheer realisiert wurde. 2000 bis 2012 hatten wir dann eine echte solare Revolution, die durch praktisch die Zusammenarbeit zwischen Deutschland, das den Markt zur Verfügung gestellt hat, und China, das die Produktionskapazität geschaffen hat, häufig mit Einkäufen von deutschen Maschinen, dann wirklich realisiert hat. Das Problem war nur, dass es in Deutschland keine Industriepolitik zu diesem Thema gab. Das heißt, in China wurde strategisch entschieden, PV-Produktion ist von großem strategischen Interesse für die Nation. Es wurden Unmengen Geld in Form von Kreditgarantien zur Verfügung gestellt und daher konnten chinesische Firmen in rascher Zeit zwischen 2000 und 2010 gigantische gigawattskalige Produktionskapazitäten errichten, die dann auch sehr kosteneffizient waren, während Deutschland, das keine Industriepolitik trieb, wo PV-Firmen höchstens Standorthilfen bekamen, wenn sie zum Beispiel nach Ostdeutschland gingen, nicht in der Lage waren, solche Großfabrikation herzustellen, wie das in China der Fall war. Und daher kamen wir dann 2012 zu der Situation großer Überkapazitäten, die Preise kollabierten und dann waren die deutschen PV-Hersteller plötzlich draußen. Und dann gibt es noch auch weitere negative Beispiele, zum Beispiel Bosch hat versucht, mit Milliardeninvestitionen in das Geschäft zu kommen, aber hat es leider nur versucht, indem sie den Chinesen in MeToo-Strategie hinterherliefen, also dieselbe Industriestandardtechnologie aufzubauen versuchten, die in China schon in diesen großen PV-Fabrikationen vorhanden waren. Es war ein großes Pech, denn dadurch scheiterte das und das hat dann langfristige Folgen für die Zukunft von der PV in Deutschland und Europa und besonders der Industrie. Heute sehe ich persönlich Chancen für PV-Produktion der dritten Generation. Wir nennen das die Heterojunction-Technologie. Und ich denke, die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie wertvoll die eigene Wertschöpfungskette in Europa ist, anstatt einfach zu sagen, okay, PV-Zellen und Module werden in China gebaut und selbst wenn wir in Europa Module bauen, basieren wir das auf Zellen, die wir aus China importieren. Ich finde, das ist eine sehr gefährliche Meinung. Als Folge dessen, was ich gerade beschrieben habe, Industriepleiten und so weiter, wie aber auch als Folge der Tatsache, dass die konventionellen Stakeholder mehr und mehr merken, was ihnen da verloren geht und welche Investitionen gefährdet sind, die Stranded Assets der Kohle und natürlich sowieso Kernkraftwerke, hat sich das politische Umfeld gedreht. Es gibt Organisationen wie die Initiative für neue soziale Marktwirtschaft, die ganz bewusst von der Industrie aufgesetzt werden, um die rasche Implementierung der Energiewende, der Umstellung des Energiesystems auf erneuerbare Energien mindestens zu verlangsamen. Und ich glaube, ein gutes Beispiel war, dass die neue Koalition vor 2 Jahren antrat mit dem erklärten Absicht, die Klimaziele 2020, zu denen sich Deutschland auf der Pariser Klimakonferenz verpflichtet hatte, nicht einhalten zu wollen. Das ist also für mich war das eine Erbsünde der jetzigen Regierung und die große Ironie der Geschichte ist, dass durch die Corona-Krise die CO2-Emissionen Deutschlands wahrscheinlich in diesem Jahr so im Zaum bleiben, dass wir die Klimaziele 2020, die 40% Absenkung, doch schaffen werden. Aber es war keine Leistung der Bundesregierung, sondern es war wirklich eine Zufall der Krise eben. Heute haben wir eine ganze Reihe von politischen Dingen, über die wir uns unterhalten sollten, die wichtig sind, die der weiteren schnellen Einführung erneuerbarer Energien entgegenstehen. Dazu gehört zum Beispiel der PV-Deckel.
52 Gigawatt soll die maximale durch eine EEG-Umlage geforderte PV-Menge sein. Und das ist natürlich lächerlich, weil wir wissen, dass wir in Deutschland 300 bis 500 Gigawatt PV brauchen, um erneuerbare Energiesysteme, wie es die Studien ja detailliert zeigen, wirklich zu verwirklichen, basierend eben auf grüner Energie. Das heißt also, der PV-Deckel ist ein wesentliches Thema. Der ist auch verbunden mit der Einschränkung der Windenergie, diese unselige Diskussion um die 1000 Meter Abstandsregelung. Das sind Beispiele dafür, wie der Energiewende Sand ins Getriebe gestreut wird, um die schnelle Umsetzung dessen, was wir eigentlich alle gemeinsam erkannt haben, als Notwendigkeit zu verhindern. Also das ist so ungefähr die Ausgangssituation, über die wir diskutieren wollen. Und ich würde jetzt sehr, sehr gerne den ersten Beitrag erbitten von Hans-Josef Fell. Ich glaube, zu Hans-Josef Fell brauche ich euch nicht viel zu sagen. Er ist in Franken geboren, in Hammelburg, genauso wie ich. Und er ist ein sehr aktiver Politiker. Sein Vater war sogar CSU-Bürgermeister. Das ist natürlich ein bisschen weit weg von dem, wo Hans-Josef heute politisch steht. Er war bei den Grünen Bundestagsabgeordneter und ist jetzt Präsident der Energie Watch Group, die Organisation ist, die seine Arbeit politisch unterstützt. Und ich denke, wir sind uns einig darüber, wie dankbar wir alle Hans-Josef für seine Lebensleistung sind, ohne die wir in Deutschland, Europa und in der Welt global anders dastünden. Hans-Josef, so toll, dich hier bei uns zu haben. Ja, danke, Heike, für die Einladung, für die wirklich guten, wohltuenden Worte zur Einführung und eine kleine Klarstellung. Wir beide sind Franken, aber geboren bin ich in Hammelburg und du in Münnerstadt. Das ist ein bisschen, ich bin Unterfranke, genau. Ja. Aber Hammelburg ist auch Unterfranke. Ja, natürlich, wir beide sind Unterfranken. Richtig, richtig, ja, ja. Genau. Sind wir uns einig. Ja, und das hat uns auch irgendwann mal in Münnerstadt zusammengeführt. Ja, wie auch in Hammelburg. Genau. Ja, es ist gut, dass wir eine solche Runde haben und dass wir über die Auswirkungen der Corona-Krise insgesamt tiefer reden können. Denn in der öffentlichen Debatte beschränkt sich die Diskussion über die Corona-Krise im Wesentlichen nur auf die, in Anführungszeichen natürlich, nur auf die Gesundheitspolitik. Die ist extrem wichtig. Aber auch dort haben wir eigentlich eine Fokussierung nur auf nicht Anschlusspolitik und genügend Krankenhausbettenbereitstellungspolitik. Mehr nehme ich nicht wahr von den großen Aufgaben. Dabei hätten wir in der Gesundheitspolitik viele, viele andere große Aufgaben, die bisher nicht erfüllt wurden. Wenn ich so manchen Politiker aus der Koalition jetzt höre, jetzt muss die Wirtschaft mal zurückstehen und die Gesundheit ist ganz vorne. Olaf Scholz hat das beispielsweise gesagt. Da frage ich mich, warum war das in der Vergangenheit nicht der Fall? Wir haben heute etwa, Stand heute, 5.200 Corona-Tote, die zumindest durch die Infektion damit etwas zu tun haben. Ob sie daran gestorben sind, ist ja weiterhin nicht ganz klar. Aber wir haben 70.000 Tote in Deutschland jährlich alleine durch die Luftverschmutzung. Und da gab es nie in der Vergangenheit Gesundheit vor wirtschaftlichen Interessen, sondern da sind die Kohlekraftwerke mit einem Laufzeitverlängerungsgesetz jetzt bis 2038 unterstützt worden mit hohen 9 Milliarden Subventionen. Da gibt es keine Unterstützung für die Automobilindustrie, endlich vollkommen wegzukommen von den Verbrennungsmotoren mit fossilen Benzin- oder Dieselbetrieben. Und damit haben wir die Luftverschmutzung, wenn die Wirtschaftskrise weiter vorüber sein wird und alles im alten Muster anspringt, wieder auf den alten Füßen. Und damit haben wir dann keine Gesundheitsvorsorge. Genauso wenig wie international. Schauen wir mal nach Tschernobyl, wie die Radioaktivität des Unfalles jetzt durch Waldbrände wieder hochgewirbelt wird. Und das ist nicht unerheblich, was da an krankmachenden Effekten alleine durch die Atomenergie als nachträglicher Schaden eines Atomunfalls in Tschernobyl massenhaft Kranke und auch Tote verursacht. Gesundheitspolitik ist wesentlich mehr als eben diese
sehr wichtige und ohne Zweifel wichtige Bekämpfung dieser Seuche. Und das muss eigentlich in der Gesellschaft stärker debattiert werden. Und wenn wir das machen, dann sind wir sofort auch beim Klimaschutz. Denn die Wegnahme der Luftschadstoffe ist gleichzeitig um emissionsfreie Technologie, das Windrad, die Photovoltaik, die Wasserkraft, die Geothermie und einiges mehr, die Bioenergie, nur dann, wenn man auch die Verbrennungsprozesse vollkommen sauber hält. Da müssen wir aufpassen, auch was Luftschadstoffe betrifft. Aber im Prinzip ist die Umstellung auf 100% erneuerbare Energien sowohl entscheidend für die Gesundheit wie für den Klimaschutz. Das ist eine Einheit. Und wenn ich heute höre, jetzt können wir nicht neue Belastungen durch den Klimaschutz wieder haben, von der Automobilwirtschaft artikuliert und jetzt müssen wir doch zurückschrauben, dann ist das vollkommen widersinnig, auch für die Gesundheit der Menschen. Und das muss stärker in den Blick genommen werden. Und diese Corona-Wirtschaftskrise hat ja noch mehr Effekte, die wir deutlich auch in den Blick nehmen müssen. Sie hat jetzt auch mal aufgezeigt, dass es Instrumente im Klimaschutz gibt, die von äußeren Faktoren beeinflussbar sind, die kein Politiker richtig beeinflussen kann und die dann dennoch zur Wirkungslosigkeit kommen. Allen voran der Emissionshandel. Der Emissionshandelspreis ist mit dem Börsencrash durch die Corona-Krise in den Keller gegangen. Der Emissionshandelspreis kann keine Klimaschutzwirkung mehr machen. Und selbst die CO2-Steuer, wie sie beschlossen wurde, mit 5 Cent mehr für Benzin, ja, jetzt ist durch den Ölpreisverfall das Benzin um 20 Cent billiger geworden. Was soll eine CO2-Steuer mit 5 Cent auf das Benzin bewirken? Kein einziger wird da umsteigen. Ganz im Gegenteil, und das ist der negative Effekt des Ölpreisverfalls, nämlich, dass jetzt die Konsumenten keinen starken Anreiz haben, auf Erneuerbare umzustellen, weil eben das Öl so spottbillig geworden ist. Vor wenigen Tagen hat man in den USA für einen Öleinkauf sogar noch Geld bekommen dazu, negative Preise. Das wird nicht dauerhaft so sein, ohne Zweifel. Aber der Ölpreisverfall hat noch einen anderen Effekt, über den wir deutlich reden müssen. Nämlich die Ölindustrie selbst, die kommt jetzt wegen mangelnden Einnahmen in richtige Schwierigkeiten und in Konkurrenznöten. Und da müssen eben alle Regierungen und auch alle aufpassen, dass jetzt die Hilfsprogramme für die Wirtschaft nicht auch noch zur Rettung der klimaverschmutzenden Industrie verwendet werden. Präsident Trump in den USA hat das schon vor. Und ich sehe, dass sie auch in Deutschland, DEA oder andere Ölkonzerne mit Sicherheit kommen werden, bei den niedrigen Einnahmen, die sie haben und Hilfsprogramme haben wollen. Das kann und darf es nicht sein. Die Hilfsprogramme für die Wirtschaft müssen sich konzentrieren auf den ökologischen Umbau der Gesellschaft und darüber neue Arbeitsplätze in Schwung bringen und dies alles schaffen. Und dazu gehört eine ganze Menge. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir auch unsere großen, beispielsweise die Solarindustrie, endlich auch mit Produktionsstätten wieder nach Europa zurückholen und nach Deutschland. Aber dazu gehört auch, dass wir die massiven Bandagen, die es jetzt gibt, das muss man sich mal vorstellen, da ist die Wirtschaft massiv unter Druck, Arbeitslosigkeit entsteht und dann räumt diese Bundesregierung nicht einmal den 52-Gigawatt-Deckel aus, der neue Arbeitslose produzieren wird. In der Windkraft halten Sie fest an neuen Abständen und kommen nicht zu einer Änderung. Da werden zusätzlich zu der Corona-Wirtschaftskrise auch noch Arbeitslose produziert, Insolvenzen produziert. Ein widersinniges politisches Handeln, kann ich da nur sagen. Und das müssen wir auch deutlich machen. Die Frage ist aber, und da will ich auch das zum Schluss noch ganz deutlich machen, was ist aber notwendig, wenn wir jetzt aus der Corona-Wirtschaftskrise herauskommen? Und übrigens, das sollten wir nicht dann erst machen, vielleicht in 1-2 Jahren, sondern gleich sofort parallel. Was ist denn notwendig, um eine Null-Emissionswirtschaft auf den Weg zu bringen, die sowohl unsere Gesundheit befördert als auch den Klimaschutz befördert? Und da müssen wir einfach konstatieren, über 50% aller Weltemissionen mit Treibhausgasen sind verursacht durch das Verbrennen, durch die energetische Nutzung von Erdöl, Erdgas und Kohle. Erdgas übrigens in hohem Maße über die Methanemissionen in den Vorketten. Erdgas ist kein Beitrag zum Klimaschutz, das nur nebenbei. So, dies muss abgelöst werden. Und wenn das über 50% sind, dann heißt das, 100% erneuerbare Energien ist der Kern des Klimaschutzes. Und wenn wir 100% Erneuerbare über alle Sektoren erreichen wollen, dann heißt das, ist 90% in etwa Ökostrom.
Und der muss dann in die Mobilität, der muss in die Heizungen, der muss grünen Wasserstoff für die Industrie und vieles andere produzieren. Das heißt, der Ökostromausbau ist der Kern des Klimaschutzes. Genau der wird behindert. Darum müssen wir das EEG endlich so novellieren, dass es wieder funktionsfähig ist. Und zwar nicht nur für Großfinanz. Ja, die brauchen wir, die Offshore-Windparks. Aber wir brauchen vor allem die Beteiligung von Millionen von Bürgern, die über die Bürgerenergien in der Vergangenheit auch den großen Schwung gebracht haben. Und die müssen wieder voll in den Mittelpunkt gestellt werden. Wir brauchen ein Ausräumen all der Genehmigungsfragen. Und das ist nicht nur die Windenergie, das ist beispielsweise auch die Wasserkraft, die im Moment in Deutschland vor einem starken Abbau ihrer Genehmigungen liegt, weil angeblich Restwassermengen schnell wegfließen müssen, als wenn wir keine Dürren hätten und das Land und das Wasser in der Landschaft halten müssten mit Staudämmen, was in allen Dürreregionen der Welt der Fall ist. Auch hier eine widersinnige nicht sinnvolle Maßnahme. Wir müssen viel genauer hinschauen, was wir in den Klima- und Corona-Krisen alles brauchen. Aber wir brauchen auch, und ich meine, das ist ganz wichtig, wir brauchen neben dem erneuerbaren Energiengesetz, das wieder modernisiert und besser auf die Füße gestellt werden müssen, ein neues Gesetz. Und zwar ein Gesetz, wie wir es von der Energy Watch Group vorgeschlagen haben, mit ersten Kernpunkten. Ich freue mich schon, dass die Diskussion darüber begonnen hat in vielen Kreisen. Ein Gesetz, das 100% erneuerbare Investitionen vor Ort lokal anreizt. Eine Einspeisevergütung, die jedem Investor einen Anreiz gibt, dort zu investieren. Dann bekommen wir nämlich das, was viele immer jammern, das würde nicht funktionieren, nämlich die Systemdienlichkeit, die rund um die Uhr Bereitstellung von erneuerbaren Energien ganzjährig zu jeder Stunde, auch in der Dunkelflautezeit, die Investition in die Speicher, in die Sektorenkopplung und vieles mehr. Da, wenn wir von unten einen solchen Anreiz geben mit einer solchen Einspeisevergütung, dann haben wir wieder die millionenfachen bürgerlichen Investitionen der Landwirte, der kleinen, mittleren Unternehmen, der Stadtwerke und viele andere. Und von unten her wird dann plötzlich das aufgebaut und das Argument, erst wenn der Leitungsausbau fertig ist, können wir mit dem erneuerbaren Ausbau weitermachen, wird vollkommen ins Absurde gedreht, wenn wir von unten her die Systemdienlichkeit bringen. Und deswegen möchte ich darum bitten, auch ein Stück weit alle Akteure, diesen Vorschlag der Energy Watch Group genau anzugucken mit unserer Kombikraftwerksvergütung, um politisch mitzuhelfen, dass dies auf den Weg gebracht wird. Vielen Dank, lieber Hans-Josef. Das war eine fantastische Stellungnahme. Und dir ist natürlich klar, Hans-Josef, dass dieser Vorschlag genau des Teufels ist aus der Perspektive der großen Stromerzeuger und Verbraucher und so weiter. Das ist genau das, was die jetzige Bundesregierung verhindern möchte. Deswegen eben auch die Probleme mit dem Gigawatt-Deckel, mit dem Abstandsregelung für Windkraft. Denn natürlich alle diese Maßnahmen verringern die Entnahme von Strom aus dem traditionellen Netz. Wenn ich eine Sache noch anfügen darf, der Bundesverband Energie- und Wasserwirtschaft, da sind die großen Energiekonzerne drinnen, hat durchaus Sympathie für unseren Vorschlag geäußert. Genau. Und ich meine, eines ist völlig klar. In der deutschen Industrie wie in der weltweiten Industrie ist mehr und mehr klar geworden, dass die Umstellung auf eine grüne, nachhaltige Wirtschaft sowieso unaufhaltsam ist. Die Standortentscheidung von Tesla nach Brandenburg zu gehen, war eng damit verbunden, dass in Brandenburg genug erneuerbarer Strom zur Verfügung steht. Also der Wandel wird kommen, aber vielleicht erst nach der nächsten Bundestagswahl, das werden wir halt sehen. Ich würde vorschlagen, die Reihenfolge unserer Beiträge etwas zu ändern. Joachim Goldbeck hat signalisiert, dass er uns leider bald verlassen muss. Herr Goldbeck, Sie sind Geschäftsführer der Goldbeck Solar und Sie sind uns allen bekannt als Vorsitzender des Bundesverbands der deutschen Solarwirtschaft. Ich würde Sie gerne noch zu Wort bitten, bevor Sie uns verlassen müssen. Ist er denn überhaupt noch da? Ja, ich bin noch da. Ich muss mich laut machen, dann geht das. Nur einschalten, ja. Okay, sehr gut. Also, herzlichen Dank. Ich möchte nicht zu sehr auf der Corona-Krise oder irgendwelchen Verbindungen hinreiten, aber ein Punkt ist doch zu erkennen,
und zwar, was das Volk bereit ist mitzugehen und auch was die Politik bereit ist, an massiven Einschnitten zu machen, wenn das Volk Sinnhaftigkeit oder die Politik dahinter Sinnhaftigkeit erkennt. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurde mal genannt, dass während des Shutdowns ungefähr 42 Milliarden Euro Volksvermögen verbrannt werden pro Woche. Also wenn man so den Zeitraum des Shutdowns betrachtet und was noch kommen mag, hätten wir inzwischen auch die gesamte Energiewende in Deutschland darüber schon bezahlen können, über ein paar Wochen Einschnitte, wie wir jetzt haben. Also nur mal zu sehen, was kann die Politik entscheiden und was geht die Bevölkerung mit? Und daraus ergibt sich jetzt also die Herausforderung an uns alle, wie kriegen wir es hin, dass dieser Konsens, diese Erkenntnis der Notwendigkeit des Handelns auch tatsächlich für das Klima gegeben ist. Und da ist ein schönes Bild. Corona, die Maßnahmen dagegen schützen die Generation unserer Eltern vor dem Tod. Klimaerhitzung, die Maßnahmen dagegen schützen unsere Kinder vor dem Tod. Richtig. Und beides ist wichtig. Und beides erfordert gravierende Maßnahmen. Aber wenn man es eben hinkriegt, die Akzeptanz in der Bevölkerung dafür zu erzielen, dann geht das auch im Großen und Ganzen wirklich, wie man es in Deutschland ja sieht, mir kommt es zumindest so vor, sehr friedlich und mit großem Konsens und auch großer Solidarität. Ein Punkt, der im Briefing vorher mitgeteilt wurde, ist das Thema der Bundesnetzagentur und einer vorgeschlagenen Regelung, was bisher noch kaum in die öffentliche Diskussion gekommen ist. Deswegen möchte ich jetzt nicht so sehr über die Sinnfreiheit des 52-Gigawatt-Deckels reden. Die ist natürlich auch gegeben, aber das wird dann zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Bei diesem Vorschlag der Bundesnetzagentur möchte ich zunächst erstmal in Frage stellen, wo der wirklich herkommt. Ist das die Meinung eines einzelnen Referats oder ist das tatsächlich die offizielle Meinung der Bundesnetzagentur? Was man aus diesen Äußerungen entnehmen mag, dass offensichtlich ein Dissens darunter steckt, wer soll eigentlich Entscheidungen treffen? Soll alles gebündelt werden an zentralen Entscheidungsstellen, vielleicht bei den großen Energieversorgern oder gar noch an einer zentralen Stelle? Oder soll jeder einzelne Mensch in unserer Bevölkerung mit einem Haus, mit einem Speicher, mit einer PV-Anlage selber entscheiden können, dass er Energie selber verbraucht, dass er seinen Verbrauch dementsprechend anpasst, dass er eine Batterie installiert, dass er die Batterie für sich selber nutzt oder die Batterie vielleicht auch sinndienlich ins Netz stellt. Das scheint mit dem Vorschlag der Vorschlag scheint dem entgegenzuwirken. Ja. Es gegen den Eigenverbrauch, der direkt also vom eigenen PV. Ja, und das ist also meine zutiefste Überzeugung, dass man nur sagt, ich habe jetzt den Strom, der ist günstig oder nach 20 Jahren auch kostenfrei oder beinahe kostenfrei, dann ist doch die größte Sinnhaftigkeit gegeben, seinen eigenen Verbrauch so anzupassen, ob es in der Industrie, im Gewerbebereich ist oder im Privatbereich, dass ich auch tatsächlich den Strom dann verbrauche. Und wenn eine Batterie mir dabei hilft, dann ist das auch gut und entlastet das Netz. Ja, über das Netz wird weniger abgewickelt und damit das, was abgewickelt wird, muss natürlich die Kosten des Netzes tragen. Ja, das wird dann alles teurer und das will der Roman nicht. Aber letztendlich ist das aus meiner Sicht ganz klar die Richtung, in die gegangen werden muss. Was wir dann natürlich auch gucken müssen, was passiert nach 20 Jahren, da müssen ganz einfache Regelungen her, dass eine kleine Anlage unter 10 kW wirklich ganz schnell einspeisen kann, wenn zu viel Strom da ist und dann meinetwegen mit einem festen Vergütungssatz, keinem geförderten Vergütungssatz, nein, dem durchschnittlichen Satz, der Energie, die eingespeist wird, meinetwegen übers Jahr gesehen, was Solarstrom ist. Also ich möchte nicht nach 20 Jahren, es soll nicht weiter gefördert werden, aber die Möglichkeit,
einfach im Netz zu agieren, sinndienlich im Netz zu agieren, muss ganz schlank gemacht werden und nicht weiter verkompliziert werden, dass man womöglich Zähler dort einbauen muss, die am Ende in der Miete teurer sind, als man an Strom dann tatsächlich einspeist. Das wäre ja sinnfrei. Also ich glaube, wir müssen an der Stelle wirklich sehr aufpassen, dass nicht wieder dasselbe passiert wie 2009, als viele gar nicht mitbekamen, wie die kleinen Änderungen des EEGs plötzlich die EEG-Umlage explodieren ließen. Und hier, glaube ich, ist die Attacke auf den Eigenverbrauch in diesen Vorschlägen, dass man eben nicht... Der Eigenverbrauch, vielleicht greife ich jetzt Parteikollegen an, der Grünen, weil das eigentlich ja die Partei ist, die sich massiv für erneuerbare Energien und Klimaschutz eingesetzt hat. Aber der Herr Barke seinerzeit war ja ein Treiber der Belastung von eigenverbrauchtem Strom. Ja. Und ich glaube, da müssen wir, das ist krank. Ich erkenne seine dahinterliegenden Interessen und Ansätze an, aber ich halte es trotzdem für falsch. Eigenverbrauch muss erleichtert werden und Steuerung des Eigenverbrauchs muss auch gefördert und gestützt werden. Und ich glaube, so kommen wir dann tatsächlich zu einer Transformation. Und vor zwei Tagen haben wir die Diskussion über die Utilities, über die großen Energieversorger. Die wird es geben, aber die Aufgabe wird eine andere sein. Und diejenigen, die die neuen Aufgaben geschickt annehmen und daraus geschickte Geschäftsmodelle machen mit IT und Steuerung, kommen dann tatsächlich und erschließen neue, gesunde, weite Welten und ein breites Geschäftsmodell weltweit. Und wer an alten Strukturen festhält, der wird eben dann irgendwann mal zusammenbrechen. Sehr gut, sehr richtig. Herzlichen Dank, Herr Goldbeck, und danke, dass Sie noch die Zeit für uns gefunden haben. Ich denke, wir stehen da in einem Kampf, aber wir müssen uns natürlich völlig klar sein, wo die Interessenlage ist. Eigenverbrauch reduziert Stromabnahme aus dem Netz und daher reduziert es Profite von denen, die eben für diesen Netzstrom auch wirklich gute Profite in der Vergangenheit gemacht haben. Und daher kommen diese Interessen, den Eigenverbrauch umzusteuern, dass erst eingespeist wird ins Netz und dann wieder rausgekauft werden muss und so weiter. Und ich glaube, das müssen wir alles sehr laut und sehr deutlich bekämpfen. Herzlichen Dank. Und ich möchte jetzt sehr gerne das Wort an Claudia Kempfert geben. Wir kennen alle Claudia als wirklich eine unermüdliche Kämpferin im Aufdecken von Wahrheiten, weil sie als Wirtschaftswissenschaftlerin natürlich einen ganz anderen Einblick bringen kann. Sie ist die Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforderung, gehört seit 2016 dem Sachverständigenrat für Umweltfragen an, ist Gutachterin des IPCCs und wie ich schon sagte, wir sind absolut glücklich, Claudia, dass wir dich in unseren Reihen haben, weil du eine Perspektive in die Diskussion bringen kannst, die viele von uns so nicht entwickeln könnten. Herzlichen Dank, dass du heute bei uns sein kannst. Ja, vielen lieben Dank, Eike, dass ich heute dabei sein darf und herzliche Grüße auch in die Runde. Ich habe so ein paar Folien vorbereitet, das doppelt sich jetzt so ein bisschen mit dem, was schon gesagt wurde, aber ich will einfach an dieser Stelle ein paar Punkte machen, die mir da wichtig erscheinen. Jetzt bin ich nicht sicher, könnt ihr alle meinen Bildschirm sehen? Ja, wir sehen den Bildschirm, aber du kannst jetzt noch Präsentationsmodus machen. Genau, dann seht ihr den auch, wenn ich das richtig... Ja, okay, wunderbar. Also mein Thema jetzt als kurze Einleitung für heute ist, wir dürfen die Krise nicht verschenken. Wir brauchen einen klimagerechten Rettungsschirm. Das wurde ja eben schon angesprochen, warum es wichtig ist. Und ich sehe hier vier wesentliche Punkte und warum wir die aktuelle Krise, warum es da sehr große Parallelen gibt, ähnliche Muster gibt. Und diese vier Punkte will ich ganz kurz beleuchten, um dann auch zu erläutern, warum ich es für sinnvoll halte, dass man aus der Krise ähnliche Maßnahmen heraus entwickeln kann, wie wir es schon auch gesehen haben. Der erste Punkt ist klar, die Wissenschaft hat lange gewarnt, auch vor Pandemien. Da gibt es die ganz klare Parallele. Und es wurden
Szenarien entwickelt. Das ist genauso wie in der Klimawissenschaft auch. Der zweite Punkt ist, Weitsicht lohnt sich, also dass man nicht im Hier und Heute verharrt, sondern dass man sich vorbereitet. Bei Covid waren es jetzt die Testkapazitäten, Kommunikation, Krisenkommunikation. Beim Klima geht es darum, ähnliche Prozesse zu etablieren in Richtung Anpassung und auch entsprechende politische Maßnahmen. Und das dritte ist ganz frappierend, flatten the curve ist ja genauso beim Klimaschutz auch da, genauso wie bei Covid. Und der vierte Punkt, und dazu will ich jetzt gleich ein bisschen mehr sagen, ist bei aller Kürze ist die Stärkung der Demokratie und die Solidarität, dass wir da heute sehr stark für einen solchen Generationenvertrag werben können, gerade aus ökonomischen Gründen, warum es wichtig ist, sich da vor Augen zu führen. Wir haben heute die weltweiten Netzstreik der Fridays for Future, die wieder einmal sehr, sehr laut sind, wenn auch nur online, dass heute die Jungen die Alten stärken durch gezieltes Verhalten und wir auch daraus lernen, dass es funktionieren kann und morgen dann auch die Älteren und wir alle unter ihnen gemeinsam für einen Klimaschutz eintreten. Und ganz kurz, erster Punkt, warum ist es wichtig, dass wir die langfristige Sicht haben aus Klimaschutzgründen, ganz elementar. Wir laufen in eine große globale Erwärmung hinein. Wenn wir nicht gegensteuern, sind wir in einer 4- oder 5-Grad-Welt mit irreversiblen Auswirkungen auf das Klima, mit all den Konsequenzen, die wir teilweise schon heute annähernd spüren. Aber das ist ja erst der Vorbote für das, was sich zeigen wird. Der zweite Punkt, Weitsicht, Claudia, lohnt sich. Ja. Du auf Vollscreen umschalten, denn ja. Graphen sind kleiner, als sie sein könnten, glaube ich. Das habe ich jetzt gerade gemacht, aber offensichtlich funktioniert das nicht. Dann müsst ihr mir ganz kurz mal eben sagen, wie ich das mache. Rechts unten, Fullscreen-Symbol. Ja, hier, ne? Seht ihr das? Das habe ich jetzt gerade angemacht, aber ihr seht es nicht, oder? Wenn ich dann, wenn ich das anmache, habe ich den Fullscreen offensichtlich nicht. Na gut, dann bleiben wir dabei, alles klar. Könnt ihr das dann ungefähr erkennen? Wir sehen das Slide. Ja, wir sehen es halt in der Moderatorenversion. Wir sehen immer schon das nächste Slide kommen, aber das macht ja nichts. Alles klar. Also vielleicht könnt ihr das auch in eurer eigenen Ansicht anpassen, indem man da auf Vollbildschirm geht. Das hatte ich eben auch gemacht. Die Weitsicht lohnt sich. Hier geht es ja darum, das Klimaabkommen auch umgesetzt zu sehen. Also die Begrenzung der globalen Oberflächentemperatur hat ja einen Sinn. Hier geht es darum, und das haben wir eben schon gehört, dass wir die Emissionen deutlich senken müssen um 80-95% und wir entsprechend das 2-Grad-Ziel einhalten können. Ich habe hier einen wunderbaren Specht, der mich jeden Tag begrüßt, den hört er jetzt, der immer mal hämmert. Also nicht die Bauarbeiten, das ist dann das Homeoffice, das Hintergrundgeräusche gibt. Also hier geht es um die Belastungen der fossilen Energien im Boden, nämlich Kohle, Öl und Gas, die wir nicht verbrennen dürfen. Und das Klimabudget ist fast aufgebraucht. Wir erstellen gerade den Umweltbericht des Sachverständigenrats für Umweltfragen, wo wir das nochmal sehr deutlich thematisieren, dass wir ein begrenztes Budget haben, was, wenn wir so weitermachen wie bisher, noch ungefähr ein paar Jahre Zeit haben, um eben diese Pariser Klimaziele zu erfüllen. Es ist schon wichtig, auch für die deutsche Klimadebatte, dass wir sehen müssen, dass die Emissionen runter müssen und dass im Grunde genommen diese Ziele, die sich die Bundesregierung hier vorgenommen hat, auch die Sektorziele, nicht ausreichen, um diese Pariser Klimabeschlüsse zu erfüllen. Also wir haben eine Ambitionslücke, wir haben aber auch eine Umsetzungslücke zur Erreichung der Klimaziele. Dritter Punkt, flatten the curve, ist klar. Aber interessanterweise ist es ja so, dass wir gerade vor dem Hintergrund, dass wir heute im Rahmen der Corona-Krise der Wissenschaft so stark zuhören, dass es beim Klimaschutz genau auch darum geht, je flacher die Kurve ist, je früher wir beginnen, desto eher haben wir die Chance, die irreversiblen Klimaschäden aufzuhalten. Insofern finde ich hier die Parallele auch sehr interessant und wir können es ja schaffen, die Klimaziele zu erfüllen und das geht eben nur, indem wir eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien anstreben. Dann hätten wir die Chance, dass in kürzester Zeit die Emissionen auch deutlich runtergehen. Und das auch nochmal vor dem Hintergrund, was die Wissenschaft uns sagt und was wir hier berücksichtigen müssen. Die Studien sind alle bekannt. Hans-Josef hat es ja eben schon erzählt. Das ist eine Studie hier auch der Energy Watch Group mit Christian Breyer und anderen, die hier ein Modell entwickelt haben, sehr deutlich zeigen, dass
100% erneuerbare Energien in allen Sektoren machbar ist, ökonomisch und technisch effizient ist. Da sind auch die Energiesystemkomponenten alle drin, die eben schon genannt wurden. Vollversorgung ist dezentral, in erster Linie mit Solarenergie, aber auch dem Einsatz von Windenergie. Batteriespeicher kommen zum Einsatz, Power to Gas für die Industrie, das haben wir eben schon gehört. Und der vierte Punkt ganz in Kürze, weil ich gerne gleich noch die Gelegenheit nutzen würde, auf dieses Thema nochmal mit in der Runde zu sprechen, ist tatsächlich etwas, was wir im Moment nutzen können als Momentum auch in der Politikberatung, wo wir sehen, dass wir hier eine breite Unterstützung haben für die Stärkung der Demokratie und der einzelnen Bausteine. Die Energiewende ist die Antwort genau darauf. Sie stärkt Resilienz, sie macht uns unabhängig von Krisen, sie macht uns unabhängig von bestimmten Schocks, die weltweit eintreten, und sie stärkt die Demokratie, gerade wenn sie als Bürgerenergie auch verstanden wird, und sie stärkt den Wohlstand. Also alles die Komponenten, die wir derzeit diskutieren, wenn wir plötzlich merken, wir sind abhängig von Lieferketten und bestimmte Produkte kommen hier nicht mehr ins Land. Und deswegen ist es so wichtig, hier sehr nochmal sehr deutlich auf das Thema erneuerbare Energien in Bürgerhand zu setzen und auch die Bereitschaft der Bevölkerung, die im Moment da ist, zu nutzen, um deutlich zu machen, wir haben es hier selber in der Hand und wir müssen dafür eintreten, dass die Regelungen eben, wie eben schon beschrieben, nicht in die falsche Richtung laufen, sondern dass wir zu dieser Bürgerenergie zurückkommen mit den Vorschlägen, die eben schon da sind. Und volkswirtschaftlich ist es sehr lohnend, sowohl über die Senkung von Importen, sowohl über die Entwicklung von Wertschöpfungsketten im Land. Und da bin ich ganz bei Eike, der zu Recht dafür wirbt, dass man auch wieder Solarproduktion nach Europa, nach Deutschland holen muss, dass man auch jetzt über solche Batterieförderprogramme auch darüber nachdenkt, Investitionsallianzen noch viel breiter zu denken. Und da haben wir eine Chance in der Bundesregierung, da einen Fuß in die Tür zu kriegen, über Batterien, über grünen Wasserstoff, über entsprechend Solarpaneele, Solarthermie, auch für die Gebäudeenergie, diese Komponenten jetzt mitzudenken. Und da gibt es eine Parallele einmal zu der Vergangenheit, wie wir es falsch gemacht haben, Don't Waste the Crisis. Das ist ein Buch, was ich schon vor 10 Jahren geschrieben habe. Es ist ein Riesenfehler, Abwrackprämien zu geben. Wenn wir investieren, dann bitte in Zukunftsprämien. Und da gehören diese ganzen Technologien dazu, die wir nutzen können in die Nachhaltigkeit. Wenn wir jetzt auch viel Geld aufnehmen im Rahmen von Corona-Bonds, die wir besser als Corona-Klimabonds umwidmen sollten, wenn wir uns beteiligen an Unternehmen, dann unbedingt an die Bedingungen knüpfen für Klimaschutz. All diese Investitionen müssen in nachhaltige Technologien fließen. Und wir sehen, dass der Investitionsbedarf riesig ist. Und die Investition, wir haben eine Investitionsschwäche sowieso in Deutschland. Die Industrie investiert schon lange nicht mehr genug und schiebt das jetzt noch weiter hinaus. Und da wäre jetzt aus unserer Sicht das Zeitfenster enorm gut, weil wir in der Vergangenheit mehr über Schuldenbremsen und die schwarze Null darf nicht aufgegeben werden diskutiert haben. Jetzt nicht mehr. Das heißt, wir können hier jetzt für einen Ausbau der erneuerbaren Energien werben, in Kooperation mit grünem Wasserstoff, in Kooperation auch mit Elektroautos, Ladeinfrastruktur. Flugverkehr ist sehr wichtig, wenn man bei der Lufthansa einsteigt, das zu verbinden und das auch sehr deutlich zu machen. Und wir sehen ja hier, welche Summen notwendig sind, um auf Richtung die Volkswirtschaft auf Klimaneutralität umzustellen. Diese Summen mobilisieren wir gerade und sollten wir auch nutzen. Und die Techniken wurden eben schon genannt. Und ich will noch eins ergänzen, das ist die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz, die wir alle jetzt merken, weil wir sind alle online hier dabei, in Richtung virtuelle Kraft. Energie- und Lastmanagement und so weiter, die genau dazugehört, wenn wir eine resiliente, systemrelevante, auf erneuerbaren Energien basierte Energiewende umsetzen wollen. Und die Chancen für die Technologie und für die Volkswirtschaft sind hier enorm groß. Und das sollten wir auf jeden Fall mobilisieren und in allen Dimensionen mitdenken. Das heißt auch hier einsetzen für mehr Elektromobilität, Gebäudeenergie. Insofern auch hier ein Neustart für die Verkehrswende nutzen, Schieneninfrastruktur, sichere Fahrrad- und Fußwege, weniger Stehzeuge. Wir merken ja gerade, dass es funktionieren kann. Und ich sehe hier eine Krise als Chance mit 4 Ds, Dekarbonisierung,
Digitalisierung, Dezentralisierung und Demokratisierung. Und das wären für mich die vier Punkte, die ich jetzt gern auch in der Diskussion voranbringen würde und gern auch jetzt in der Runde noch weiter diskutieren. Insofern erstmal das Food for Thought von meiner Seite an dieser Stelle und werbend für die Klimasolidarität am Tag des Netzstreiks und der internationalen Komponente für mehr Klimaschutz. Danke dir, Eike. Herzlichen Dank, liebe Claudia. Ich finde eine sehr, sehr interessante Überlegung. Wir sollten heute anfangen, mitzuwirken an dem Post-Corona-Investitionsprogramm. Ja. Denn wir brauchen zur Rettung der Wirtschaft, der Volkswirtschaft, der Jobs tatsächlich ein gigantisches Investitionsprogramm. Ja. Und ich denke, es ist eine sehr, sehr wichtige Anregung, dass wir jetzt gleich anfangen, dieses riesige Investitionsprogramm in die richtige Richtung zu lenken. Ja, und die Gefahr ist auch da, dass wieder so alte Reflexe da hochkommen und wir kennen die üblichen Gegner, die da jetzt wieder auch mobil machen, aber das können wir überwinden und ich will einfach nur sagen, wir haben eine andere Welt als 2008, weil wir leben in einer Fridays for Future Welt, wir leben mit einem Green Deal, wir haben eine andere Diskussionsbasis, auch gerade aus Deutschland, jetzt für die Ratspräsidentschaft, können wir einen Fuß in die Tür bekommen, genau für diese Themen und da gibt es auch in der Regierung sehr offene Türen dafür und die müssen wir nutzen und da will ich gerne in dieser Runde dafür werben, auch mit einem Appell oder was auch immer, mit was wir da rauskommen heute, ganz gezielt eine breite Investitionsallianz zu fordern. Ich glaube, das ist aus der Industrie heraus. Ja. Eine sehr, sehr gute Forderung und das ist auch eine Steilvorlage für meinen lieben Freund Franz Alze, der uns allen wohlbekannt ist als Journalist, wie ich gelernt habe, erst ARD und dann ZDF, wo er dann schließlich auch sehr bekannt wurde. Und Franz Alt kennt kein Alter, trotz seines Namens. Er ist nach wie vor enorm aktiv. Er hat jetzt mit Frank Ferenczky regelmäßige TV-Auftritte, hat schon auch mit mir häufig Sendungen moderiert. Franz Alt war sogar so freundlich, ich darf es verraten, zu mir nach Freiburg zu kommen, um eine Bürgerveranstaltung zu tragen, wo es auch um Umweltfragen gibt, die ich aber damals für meine Kandidatur für den Landtag verwendet habe. Also Franz, guter lieber Freund, danke, dass du heute Zeit für uns hast. Ja, sehr gerne. Also über die Energiewende ist ja schon alles gesagt worden. Wir sind ja schon alle katholisch. Insofern braucht man da nichts mehr sagen dazu. Ich will als Journalist vielleicht noch 2, 3, 4 Anmerkungen machen, wie wir das in die Medien kriegen, wie wir das zu den Bürgerinnen und Bürgern kriegen und vor allen Dingen, wie wir einen Fuß, von dem Claudia Kempfert eben sprach, in die Tür der Politik bekommen. Also momentan bekommst du unser Thema Klima- und Energiewende nur in die Medien, wenn es in Verbindung steht mit dem Wort Corona. Und das kann man ja, das kann man in Verbindung bringen. Mir fällt auf, dass es immer mehr Studien gibt, die über die Zusammenhänge dieser beiden großen Krisen berichten. Also heute in der Taz ist ein ausführlicher Bericht über eine Studie, die in diesen Tagen entstanden ist. Schlechte Luft führt zu mehr Corona-Toten. Mhm, richtig. Das hat auch die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, schon gesagt in diesen Tagen. Und in dieser Studie, die an der Universität Halle-Wittenberg erschienen ist in diesen Tagen, wird festgestellt, wir haben in 4 Ländern untersucht, wo Corona stark zugeschlagen hat, also Spanien, Italien, Tote. Deutschland, Frankreich. Viele Tote. Wo gibt es die meisten Corona-Tote? Und wir haben festgestellt, 80% dort, wo die Hotspots der schlechten Luft sind. Ja. Also Corona und Luftqualität hängen ganz offensichtlich mehr zusammen. Es gibt eine Harvard-Studie, die zu ähnlichen Ergebnissen kommt und sagt, viele Menschen sterben dort an Corona, wo die Luft besonders schlecht ist. Das ist ein Thema, das wir, glaube ich, in diesen Tagen in den Medien gut unterbringen können, weil eben hier der Zusammenhang der beiden großen Krisen, der aktuellen und der langfristigen, besteht. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Natürlich haben wir die Chance, gerade jetzt mit dafür zu sorgen, dass wir ein neues Wirtschaftswunder organisieren können. Ja. Ich nenne es mal ein ökologisches Wirtschaftswunder mit dem Aufbau einer grünen Wirtschaft, das, was jetzt schon mehrfach angesprochen worden ist. Die Chance ist dafür heute weit größer
als vor Corona. Wir müssen eh viel investieren. Bisher hieß es ja immer, keine neuen Schulden und so etwas. War ja alles richtig. Nicht zuletzt deshalb haben wir auch gute Möglichkeiten, jetzt mehr zu machen als bisher für die Zukunft. Und da müssen wir mit. Und ich denke, das kann auch gelingen. Auch ich sehe, ähnlich wie Claudia Kempfert, eine Reihe von Politikern, die offen sind für diese Dinge, auch in den konservativen Reihen, wo ich ja nach wie vor Verbindung habe. Also da gibt es die Möglichkeit, gerade jetzt die Zusammenhänge von Corona-Krise-Bekämpfung und Klimakrise-Bekämpfung mehr in den Vordergrund zu schieben, als das bisher der Fall war. Und wenn wir einen neuen Mitstreiter haben, den Dalai Lama zum Beispiel, der Dalai Lama hat mit mir zusammen gerade in diesen Tagen ein Buch publiziert, das heißt Der Klimaappell des Dalai Lama an die Welt. Und da geht er als Religionsführer so weit zu sagen, ich bin ein Grüner. Also bitte, wenn ein Religionsführer das sagt, können wir auch parteipolitisch ein bisschen mutiger werden, als wir das bisher gewesen sind. Richtig. Liebe Freunde, wie wollen wir das denn hinkriegen ohne die Grünen in einer Bundesregierung? Ich bin ja nicht Mitglied derselben, aber ich sehe ganz realistisch und pragmatisch, ohne die Grünen können wir das alles nicht schaffen. Wir müssen sehr deutlich machen, die Veränderungen, die jetzt notwendig sind, müssen bis in die Wahlkabine hinein funktionieren und müssen bis in die Wahlkabine hinein gedacht werden. Bitte, der Papst in seiner Enzyklika Laudato Si hat schon gesagt, diese Wirtschaft tötet. Ja. Eine klare Aussage. Und jetzt haben wir Corona tötet. Und jetzt haben wir Klimawandel tötet. Diese Dinge müssen alle zusammenkommen. Und da brauchen wir auch die ethische Dimension, eine Ökoethik, die wir bisher vielleicht auch in unseren Kreisen zu wenig bedacht haben. Und in dem Augenblick, wo Ökoethik, also Technik und Ethik, zusammenkommen, wo eine integrale Bewegung dieser beiden bislang getrennten Bewegungen entsteht und daran müssen wir arbeiten und mitarbeiten, haben wir ganz neue Chancen und Möglichkeiten, an Menschen an gesellschaftliche Gruppen wie die Kirchen heranzukommen, die wir bisher noch nicht genügend erreicht haben. Wenn, wie gesagt, schon der Papst oder andere Religionsführer wie der Dalai Lama sagen, das ist die größte Herausforderung, für die wir stehen, also Bewahrung der Schöpfung, ganz einfach, dann müssen wir diese Chance nutzen, bis hinein in andere Wähler, in anderes Wahlverhalten, als das bisher der Fall war. Also ich wollte nur diese 3-4 Anmerkungen machen aus journalistischer Sicht und deutlich machen, dass wir jetzt mehr Möglichkeiten haben, diese Dinge, die zusammengehören, auch gesamtheitlich in der Gesellschaft zu vermitteln, bis in die Politik hinein, als das bisher der Fall war, und wir sollten diese Chance nutzen. Danke. Jetzt habe ich im Moment keinen Ton mehr. Wegen Fili hatte ich meinen Ton abgeschaltet. Ich wollte nur anmerken, ich denke auch, der Kantsche Imperativ wohlverstanden kann nicht nur heißen, du musst so leben, dass dein Leben für die jetzt lebende Generation das Gesetz des Lebens ist, sondern du musst so leben, dass die Gesetze deines Lebens auch für künftige Generationen das Gesetz des Lebens sein müssen. Und Kant ist dann schon ein Leitspiel in dem, was du Ökoethik nennst. Das finde ich hervorragend. Ich will noch eine Gedanken hinzufügen, Eike. Der Sloterdijk hat da das Buch geschrieben, Du musst dein Leben ändern. Ich glaube, auch an Rilke orientiert. Das sollten wir ein bisschen ergänzen. Du musst dein Ändern leben. Dein Ändern leben ist mindestens genauso wichtig wie du musst dein Leben ändern. Und diese Zusammenhänge, diese Dinge können wir heute eher vermitteln in der Gesellschaft in einer Krisensituation, als das vorher der Fall war. Du musst dein Ändern leben. Du musst das Ändern leben. Hervorragend. Dankeschön, Fatz. Das ist ganz toll. Wir kommen jetzt von schon fast ethischen und Betrachtungen wieder auf den Boden der Tatsachen. Wir haben als nächste Teilnehmerin unsere Runde Jutta Trube mit uns. Frau Trube ist Leiterin der Abteilung für Photovoltaikproduktionsmittel beim VDMA, beim mächtigen
Bundesverband des Maschinenbaus in Deutschland. Und ich darf es wirklich laut sagen, Frau Trube, wir sind alle sehr, sehr glücklich über Ihr Engagement an so vielen verschiedenen Stellen. Ich spreche hier von der Roadmap für Photovoltaik und vielen anderen Dingen, wo Sie tatsächlich das, was wir hier besprechen, auch von Ihrer Seite aus unterstützen. Frau Trube. Jetzt zu hören. Ich habe gerade versucht, meine Stummschaltung zu deaktivieren. Also erstmal herzlichen Dank, dass ich in der Runde hier auch was dazu beitragen kann. Sag ich mal, politisch bin ich nicht ganz so versiert wie viele der Vorrednerinnen und Redner. Aber was ich, denke ich, dazu geben kann, und Sie hatten es ja eben schon angesprochen, in der ITAPV haben wir natürlich auch mit dem Christian Breyer zusammengearbeitet. Und das ist ein Thema oder sagen wir mal, den Markt, den wir hier in Europa erwarten oder eigentlich brauchen für die Photovoltaik, ist für mich immer ein Argument, um eben halt auch dafür zu kämpfen, hier wieder eine Photovoltaikproduktion zu bekommen. Das ist zwar auch nicht, sagen wir, direkt die Aufgabe des VDMAs, weil wir sind eigentlich von der, sagen wir, Lieferkette, sagen wir, vor der Produktion. Das heißt, wir sind eigentlich die Lieferanten für eine Produktion. Und das, was wir eben diskutiert haben, ist eigentlich erst nach der Produktion, dann heißt die Installation und die Nutzung der erneuerbaren Energien. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich das mal anschaut und sag mal, der Markt für den Maschinenbau ist immer die zweite Ableitung dessen, was man hinterher am Endmarkt sieht, dann kann ich nur sagen, von Breyer zurückgeschlossen, für den Markt in Europa werden wir, sag ich mal, in diesem Jahr oder sag mal, dieses nächstes Jahr circa auch nach Solar Power Europe Prognosen irgendwas um die, sagen wir, 25 Gigawatt Zubau benötigen. In 5 Jahren sind wir aber schon beim Dreifachen. Das heißt, wir werden einen riesigen, sagen wir, Markt bekommen. Und bisher ist es so, dass wir das Ganze überwiegend ja importieren. Wir haben noch kleine Produktionen, sag ich mal, von Modulen. Wir haben noch ein bisschen was im Bereich Silizium und Wafer, gerade im Norden von unseren europäischen Ländern. Aber, sag ich mal, den Gros der Produktion des Endmarkts haben wir eigentlich nicht mehr. Und das war eigentlich so der auslösende Moment, dass wir letztes Jahr zusammen mit dem Fraunhofer-Institut ISE halt diese Studie haben machen lassen, ob sich denn eine Produktion von Zellen und Modulen, haben wir es komplett betrachtet, angefangen von Silizium über Wafer, Zelle, Modul, überhaupt rechnet. Weil viele, als wir den ersten Vorstoß gemacht haben, alle gesagt, ja, was wollt ihr eigentlich? Wir haben doch gesehen, alle sind insolvent gegangen, das geht doch überhaupt nicht in Europa. Und das war eigentlich so der Grund, das mal zu beleuchten. Und im Endeffekt ist rausgekommen, wir sind, sagen wir, auch ökonomisch fähig, hier eine Produktion wieder aufzubauen. Und ich denke mir, gerade mit dem immens Potenzial an Markt, der da kommt, bekommen wir, wie ich immer sage, einen Marktpull, der natürlich auch wieder eine Produktion hier, sag ich mal, sich etablieren lässt. Was natürlich auch wieder notwendig ist, A, für meinen Maschinenbau, das ist ja klar, deswegen mache ich das, aber auch für die Institute. Und ich denke mal, Herr Weber, Sie kennen das ja selber, die großen Institute, ISE, aber auch andere, sind ja auch davon abhängig, dass hier wieder noch was ist. Wenn alles irgendwann nicht mehr existiert, haben wir keine Möglichkeit mehr, ja, weiterzuentwickeln. Und ich denke mir, was ich jetzt eben halt im Moment sehe, wir haben den Green Deal, wir haben die Möglichkeit oder sagen wir die Anforderung der Kreislaufwirtschaft, der Sustainability. Und da haben wir eigentlich sehr, sehr gute Karten hier in Europa, wenn wir im Prinzip das wieder, sag ich mal, verbinden, sag mal, in der kompletten Wertschöpfungskette zusammenzuarbeiten. Wunderbar. Und ja, das ist, denke ich, so der Punkt, wo wir einsteigen und wo ich auch gerne was machen möchte und wo ich im Prinzip auch mit meinen Mitgliedern und mit anderen das versuche weiterzutreiben. Und ich würde gerne in dieser Richtung mit weiterziehen, dass wir das hier wieder hinbekommen, weil ich denke mir, gerade Corona hat uns jetzt gelehrt, dass so Produktions- und sagen wir, Lieferantenketten, die eigentlich nur aus einer Richtung kommen und eigentlich hier vor Ort nicht mehr nicht mehr vorrätig sind, manchmal wirklich uns in die Not bringen, wie man das richtig sagt, richtig Schutz und. Und so kann es uns dann, wenn wir halt viel PV brauchen und die nicht bekommen, weil vielleicht in der ganzen Welt, wenn man die Voraussagen eben halt von Breyer ja auch sieht, eigentlich benötigen und ja, dann eben halt die, was weiß ich, 100 Gigawatt oder 200, 300 Gigawatt, ich habe gerade wieder die ITHPV jetzt in den letzten Zügen und ich versuche da eben halt ja auch immer, wie gesagt, die zweiten Ableitungen für meine Mitglieder zu machen und da ist es schon so, dass man manchmal eben halt wirklich in richtig große Mengen an pro Jahr Zubau für die Produktion braucht und ja, ich denke,
da sollten wir eigentlich vorsorgen, dass wir auch eine gewisse Menge an Produktion wirklich hier haben. Und wie gesagt, die Studie hat ja ergeben, dass auch so in dem Bereich 5 bis 10 Gigawatt eigentlich schon ökonomisch sich rechnet, weil man dann wenigstens ein gewisses Grundvolumen hat. Aber ich denke mir, auch ein Vielfaches davon würde sich hier rechnen, weil wir eben halt ein entsprechendes Marktwachstum bekommen in der Zukunft. Vollkommen richtig, liebe Frau Trube, Sie sprechen mir ja aus dem Herzen, denn wir sehen ja, wenn wir Richtung 30.000, 50.000 Gigawatt, wenn wir die 80%, 90%, 100% Reduktion haben wollen, da brauchen wir diese Mengen und das bedeutet, wir müssen von 120 Gigawatt pro Jahr auf 200, 300, 500, ja vielleicht 20, 30 auf 1000 Gigawatt pro Jahr PV-Produktion steigen und da werden wir doch als Deutschland, das die Technologie wesentlich mitentwickelt hat, in den Fuß gestochen, wenn wir uns darum nicht kümmern. Noch dazu wir ja jetzt gerade die Chance haben, mit dieser Heterojunction-Technologie, die in den nächsten 2 Jahren eingeführt wird, wirklich den Fuß in die Tür zu kommen. Also das ist ein Thema, was mir ganz, ganz nah am Herzen ist. Ich habe das extra nicht so betont in unserem Kreis heute, aber ich danke herzlich. Das ist genau die richtige Richtung, was nötig ist. Ich würde gerne überleiten jetzt zu David Wortmann. David Wortmann ist auch sehr aktiv unterwegs im Bereich der Förderung der erneuerbaren Energien. Er ist Geschäftsführer und Gründer der Strategieberatung DWR Eco und sitzt in Berlin, arbeitet eng, das darf ich ruhig sagen, David auch mit Hans-Josef Fell zusammen. David, du bist dran. Ich muss mich jetzt gerade ein bisschen sortieren, um ehrlich zu sein, weil wir, ich hatte mich ein bisschen weiter hinten gewähnt in der Reihenfolge. Wir sind schon gleich und, ja, wir sind schon gar nicht mehr. Zweitens hat Joachim Goldberg auch die Punkte schon angesprochen, die ich auch mit ansprechen wollte, gerade auch was jetzt die Neuerung der BNetzA anbelangt. Insofern möchte ich mir das eigentlich auch ganz gerne sparen. Mhm. Aber dennoch in dem Kontext, glaube ich, wir haben ja, Claudia hat es angesprochen, Franz Alt hat es angesprochen, du, Eike und viele andere auch, sollten wir natürlich jetzt die Chance nutzen, dass es hier einen grünen Deal sozusagen gibt, dass wir die Chancen der Krise nutzen. Aber das muss nicht immer nur Geld bedeuten. Und ich glaube, das ist das, was die Menschen auch wissen müssen, ist, dass es sehr häufig in Deutschland ja auch daran hapert, dass die administrativen Hürden doch relativ hoch sind. Also einfach so ein simples Thema wie der 52-Gigawatt-Deckel, ein Relikt von 2012, das gehört einfach abgeschafft. Wir haben Windabstandsthemen, wir haben aber auch Themen der Flächenverfügbarkeit. Also wenn ich jetzt an PV-Großanlagen denke, die ja inzwischen zu den günstigsten Energieformen zählen, auch in Deutschland, scheitert es häufig daran, dass einfach die Flächen nicht zur Verfügung stehen. Und es geht gar nicht so sehr darum, dass man immer mehr Flächen nutzen müsste, sondern es geht einfach nur darum, dass man flexibler Flächen nutzen kann. Und das sind alles so Beispiele dafür, dass es auch manchmal Kleinigkeiten sind, um etwas zu verändern und dann doch den großen Wurf hinzubekommen. Und ich glaube, das ist das, was wir kommunikativ hinbekommen müssen. Wir müssen hinbekommen, dass die Menschen verstehen, dass es jetzt auch bei einem solchen Investitionskonjunkturprogramm, dass es nicht um Kosten geht, sondern dass es um Investitionen in die Zukunft geht. Das ist diese Zukunftsprämie, von der ja auch Claudia spricht. Und das müssen wir natürlich versuchen, irgendwie hinzubekommen. Wir sind natürlich wieder auch hier in diesem Kreis, in unserer, ich sage jetzt mal, Blase natürlich auch wieder unterwegs. Und wir müssen uns anlehnen an das, was Franz Alt vorhin gesagt hat, darüber nachdenken, wie schaffen wir es, außerhalb unserer Communities zu kommunizieren? Wie kriegen wir das, was wir an Erkenntnissen ja heute schon bereits haben? Also es mangelt ja nicht an wissenschaftlichen Erkenntnissen, es mangelt nicht an Technologien, es mangelt nicht an Unternehmen, es mangelt nicht an Geld, es mangelt auch nicht an Geschäftsmodellen, sondern eigentlich an einem großen politischen Willen, der ja eigentlich da sein könnte. Also eigentlich sind ja sehr viele Grundvoraussetzungen existieren. Also selbst die Gesellschaft ist ja so weit inzwischen zu sagen, wir brauchen das, wir wollen das. Das heißt, wir müssen uns wirklich mal darüber Gedanken machen, wo sind diese Bremsklötze eigentlich noch im politischen System? Und diese gilt es jetzt zu versuchen, sozusagen abzubauen, zu umschiffen, zu überstimmen. Und insofern müssen wir da wirklich sehr, sehr stark jetzt auch ganz tief in die Gesellschaft hinein kommunizieren. Wir müssen versuchen, das Thema Klimaschutz mit sehr vielen anderen Themen in Verbindung zu bringen.
Möglicherweise wird das Thema Klimaschutz auch bei einigen in der Gesellschaft auch gar nicht mehr so die große Rolle spielen. Selbst wenn wir versuchen sollten, und das, glaube ich, ist eine ganz riesengroße Chance, dieses Narrativ, dieses Motiv der Kurve, dieses Flatten the Curve sozusagen hinüber zu retten aus dieser Corona-Krise hin zur Bewältigung der Klimakrise. Aber dass wir vor allen Dingen auch auf das Motiv setzen, dass es hier um Zukunft geht, dass es um Investitionen geht, dass es um Technologien geht. Und das müssen wir wirklich versuchen, kommunikativ zu schaffen. Ja, das vielleicht einfach nochmal ganz, ganz grundsätzlich nochmal von meiner Seite. Ich glaube, vielleicht noch ein weiterer Punkt, den ich gerne noch mit einbringen möchte, ist, dass wir, glaube ich, auch zu zaghaft in der Vergangenheit waren, wenn es darum geht, zu sagen, dass 100% erneuerbare Energien tatsächlich machbar sind. Mhm. Ich glaube, ja. Vielleicht nehmen wir das häufig ja auch in diesem Kreise auch in den Mund und es wird immer wieder zitiert, aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass selbst diejenigen, die inzwischen so weit sind, gedanklich auch so weit zu gehen, ist dann doch nicht wagen, irgendwie auszusprechen, weil sie dann das Gefühl haben, nicht ernst genommen zu werden. Und man muss ja noch Akteure irgendwie mitnehmen und es gibt ja noch sozusagen noch die Legacy von anderen Technologien. Und ich glaube, da müssen wir auch versuchen, drüber nachzudenken, wie wir das hinbekommen, nämlich diesen Wandel eher vom Ende her zu denken. Also wie sieht eine 100%ige erneuerbare Energienwelt aus? Wie können wir sozusagen rückwärts gedacht das hinorganisieren? Weil aktuell ist die Rhetorik ja doch eher so, dass wir uns sozusagen immer weiter vorweg voranschieben. Jetzt sind wir bei, weiß ich nicht, 40% erneuerbare Energien im Strombereich. Jetzt wollen wir irgendwann mal 50%, 60%, 70% haben. Aber wir denken sozusagen vom Jetzt in 10 oder 5 Jahresschritten. Aber wir denken sozusagen nicht von diesem 100%-Szenario aus, rückwärts gedacht, was muss jetzt getan werden, damit wir im Jahr XY tatsächlich bei 100% erneuerbare Energien sind. Und ich glaube, dass in dem Kontext dann auch sicherlich bestimmte Technologien, die heute noch als vielleicht zu teuer, noch nicht als genügend ausgereift, wenn ich jetzt mal an das Stichwort Wasserstoff auch denke, dann auch anders beurteilt werden, weil man einfach weiß, wir brauchen diese Technologien, ja. Wahrscheinlich nicht in allen Sektoren. Ja, also im Bereich Wasserstoff kann man sicherlich darüber diskutieren, ob man das im direkten Personal, also Personenförderbereich braucht. Da gibt es sehr viele Diskussionen darum, aber auch selbst das sollte sicherlich auch der Wettbewerb ein Stück weit auch entscheiden. Aber ich glaube, dass solche Technologien dann nochmal ganz anders bewertet werden würden. Ja, also das ist vielleicht mal einfach so ein Stichwort von meiner Seite. Wir wollen ja auch noch ein bisschen diskutieren und so viel Zeit haben wir auch gar nicht. Vielen Dank, David. Und ich denke auch, dass man wirklich ganz aggressiv sagen kann, das, was wir vorhaben, ist eben nicht nur, um die Besorgnisse der Klimaaktivisten zu befriedigen, sondern es ist genau das, was ökonomisch vernünftig ist. Weil eben auf der ganzen Welt die Erkenntnis gestiegen ist, dass wir diese Zerstörung des Planeten, wie wir sie in den letzten 100, 150 Jahren, seit wir begonnen haben, Kohle zu verbrennen, unternommen haben, einfach so nicht weitergeht. Gerade was wir eben erwähnten, der Zusammenhang zwischen Klima oder schlechter Luft und dem Coronavirus zeigt ja deutlich, dass es so nicht weitergeht und dass wir wirklich etwas anders machen müssen. Wir haben noch einen Teilnehmer in unserer Diskussion, den ich sehr gerne einführen möchte, Herr Thomas Hering. Er ist seit 2018 Managing Director bei ehemal Goodwee. Und Goodwee, das sollte ich erwähnen, ist ein sehr guter Partner und Unterstützung unseres Cleantech Business Clubs. Er hat 25 Jahre europaweite Erfahrung im Solarbereich. Er war sogar mal Verkaufsdirektor bei Hanwha und Solar Frontier. Und ich bin gespannt auf den Beitrag, Thomas Hering. Ja, hallo. Ja, vielen Dank. Können Sie mich hören? Ja. Gut, weil wir vorhin nicht vorher testen konnten. Ich bin noch nicht ganz 25 Jahre in der Solarindustrie. Ganz so ein Dinosaurier bin ich ja nicht. Ich bin erst seit 2010 dabei, davor war ich in der Halbleiterindustrie. Ah ja. Aber seit knapp 2 Jahren baue ich jetzt hier Goodwee Europa oder Goodwee EMEA auf. Ich bin auch so ein bisschen der Exot, glaube ich, hier in der Runde. Ich glaube, wir sind der einzige Hersteller hier in diesem Panel. Und auch der Chinese hier, von dem schon oft, die oft schon erwähnt wurden. Sieht nicht ganz so aus. Aber ich würde vielleicht nochmal ein bisschen was anderes erwähnen, weil ich glaube, das noch nicht
bisher noch gar nicht so zur Sprache kam und vielleicht auch interessant sein könnte, ich gebe vielleicht mal so ein Marktbild ab, wie sich momentan die Situation der letzten 2 Monate in der Photovoltaikindustrie für mich dargestellt hat. Das ist vielleicht mal auch interessant zu sehen, wie das denn sich entwickelt hat für uns. Also losgegangen ist das ganze Jahr mit Chinese New Year im Januar 2020, wo der Lockdown in China kam und China eine Verlängerung der Ferien angekündigt hat. Dann wurde es langsam wieder aufgehoben und die Produktion ging dann auch wieder los. Also wir sind ja in Suzhou zu Hause, 2 Stunden weg von Shanghai, und wir durften relativ früh schon wieder produzieren. Allerdings war das Problem für uns, dass teilweise die Mitarbeiter nicht anreisen konnten. Also viele Mitarbeiter konnten nicht kommen. Und natürlich auch diese typische Reisetätigkeit bei Chinese New Year, wo die Leute wieder kommen und gehen, diese Wanderarbeiter, gab es auch nicht so richtig. Das heißt, es war alles ein bisschen schwierig, da die Produktion hochzukriegen. Aber eigentlich lief es dann mal ganz gut. Und das Problem war dann tatsächlich was anderes, nämlich die Zulieferer. Wir hatten dann ein Problem mit den Zulieferern, die nicht produzieren konnten. Und auch interessant, Logistikprobleme. Wir konnten die LKWs nicht zum Hafen nach Nanjing oder Shanghai bringen, weil die kamen zwar raus, aber kamen nicht mehr rein. Das heißt, eine Lieferung, dann war es das. Also das waren die ganzen Probleme. Mittlerweile ist aber China voll am Laufen. Wenn ich mit meinen Kollegen rede, die sind richtig glücklich. Die gehen in Parks, die Kinos machen auf. Mein Chef hat vor kurzem mir geschrieben, er war erstmal wieder essen nach Monaten und ist richtig glücklich. Also China scheint sich jetzt wieder hier an einen anderen, an das Leben zu gewöhnen. Und unsere Produktion, muss ich auch sagen, ist auch schon mittlerweile auf 150% von vor Chinese New Year. Also wir haben die Produktion deutlich hochgefahren. Wir erwarten, dass nach der Corona-Krise sehr viel Bedarf, Nachfrage am Markt erzeugt wird, also nachgefragt wird. So, und dann kam die Situation natürlich, wo China wieder langsam losging, kam die Situation hier nach Europa. Und ich muss sagen, für uns war das so, ich bin ja verantwortlich für EMEA, also Europe, Middle East, Africa. Und wir haben ist relativ stark positioniert, würde ich sagen, neben Deutschland, Italien, Spanien, Polen, Südafrika, das sind so momentan unsere Hauptländer, war relativ stark. Also ich war überrascht, wie stark die Bookings noch waren, also die Bestellungen kamen immer noch rein, sehr, sehr stark, bis vor zwei, drei Wochen, auch in Italien und Spanien noch. Und das hat mich ein bisschen überrascht. Und der Optimismus in der Region war weiterhin hoch. Also ich muss jetzt sagen, in den letzten 2, 3 Wochen hat sich das schon etwas verändert. Also die Situation ist jetzt deutlich zäher geworden und die Situation in den Ländern stellt sich schon schwierig dar. Also in Deutschland erwarte ich aber, da ist eigentlich immer noch der größte Optimismus. Und wenn eine negative Forecast hat für Deutschland, dann kommt er weniger von Corona, wenn man so hört, sondern eher von diesem 52 Gigawatt-Deckel, von dem es ja schon mehrfach gesprochen wurde. Aber Corona ist so gerade im Residential-Bereich und auch im kommerziellen Bereich eigentlich kein allzu großes Thema. Die Vorhersage ist immer noch Wachstum dieses Jahr von unseren Kunden, die wir hören. Wo ich schon deutliche Bremsspuren erwarte, ist eigentlich im mediterranen Raum. Also ich glaube schon, dass Italien, Spanien und Griechenland brutale Probleme kriegen werden. Die Länder waren da sowieso schon sehr schwach. Also Italien, Spanien ist ein sehr starkes Photovoltaikland. Italien hat sich auch ganz schön entwickelt. Griechenland war auch letztes Jahr und vor allem dieses Jahr mit sehr hohen Erwartungen eigentlich auch vorgesehen. Und wenn man diese 3 Länder ansieht, sind die alle 3 momentan in einer ganz schwierigen Situation. Italien, Spanien haben sehr viel Tote, einen riesen Lockdown. Die Griechen haben jetzt wenig Tote, aber aufgrund der Altersstruktur des Landes haben die einen brutalen Lockdown hingelegt. Und sind wir Deutsche, glaube ich, noch glücklich. In Athen ist Autofahren verboten, nochmal dazu. Ne? Und da erwarte ich auch in diesen schwachen Wirtschaften, wie diese 3 Länder eigentlich hat, also diese schwachen Wirtschaft soll ich nicht sagen, aber diese ein bisschen problematischen Wirtschaftssituation in diesen 3 Ländern erwarte ich schon große Probleme im wirtschaftlichen und sozialen Raum. Und das muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber jetzt im Bezug auf Deutschland erwarte ich dieses Jahr immer noch ein relativ starkes Wachstum, insbesondere weil die ja Strompreise ja auch nicht bewegt haben, sondern vielleicht sogar nach oben gehen werden. Und für den deutschen Markt sehen wir weiterhin dieses Jahr noch einen relativ starken Optimismus. Dank. Ich glaube also auch, es gibt hier einen richtigen Konsensus in der Runde, dass wir die Nach-Corona-Zeit absolut nutzen müssen, um sehr aggressiv das Thema
Investitionsprogramm in der richtigen Richtung auch wirklich auf die allgemeine Plattform zu heben. Ich würde gerne eine Frage oder zwei Fragen sind es ja, die miteinander verbunden sind, die uns erreicht haben und die Hans-Josef freundlicherweise schon schriftlich beantwortet hat, aber trotzdem noch mal in die Runde geben, nämlich die Frage, wie bekommen wir das Wirtschaftsministerium in Berlin in die richtige Richtung? Warum kann ein einzelner Bundestagsabgeordneter der CDU diese wichtige Frage des PV-Deckels so effektiv blockieren? Diese Art Effekte kannte ich eigentlich nur aus dem US-Senat, wo ein einzelner Senator dafür gesorgt hat, dass eine Gesetzesvorlage erst gar nicht zur Abstimmung kommt. Und so etwas Ähnliches erleben wir da im Augenblick. Und ich glaube, da sollten wir durchaus mal den Finger drauflegen. Und ist das Ganze nicht in Wirklichkeit eine absichtlich politisch gewollte Behinderung? Bitte, Hans-Josef, fasse das, was du schriftlich geschrieben hast, vielleicht nochmal zusammen. Ja, es ist sehr wichtig, einfach über die Fakten zu reden, wie sie da sind. Ja. Warum ist in diesem Parlament mehrheitlich natürlich nur von den Mehrheitsfraktionen CDU, CSU und SPD, nicht von der Opposition, obwohl die AfD natürlich voll dahinter steht, was diese tun, was das Blockieren der Erneuerbaren betrifft. Die wären ja noch viel schärfer dran, obwohl das kaum schärfer geht. Diese Blockade kommt ganz eindeutig aus dem Schutz der alten fossilen atomaren Geschäftsmodelle. Ja. Nichts anderes. Das Geschäft mit Erdöl, Erdgas, Kohle und auch Uran ist das größte Geschäft dieser Erde. Deutsche, europäische Unternehmen sind hier ganz führend mit dabei, auch als Technologielieferanten, die die Energienachfrage hochhalten. Automobilkonzerne, die nur auf Erdölautos, auf Erdölbasis Auto bauen, oder Chemiekonzerne, die das Erdöl, das Erdgas in die Plastiktüten umwandeln und vieles mehr. Diese Geschäftsmodelle sind riesengroß. Sie haben massiven Einfluss. Sie lobbyieren und können Tag ein, Tag aus wegen ihrer Größe als Konzern mit Kanzlerin Merkel direkt über die Handynummer reden. Das kann kein Einzelner aus der Branche der erneuerbaren Energien. Niemand hat diesen Zugang in diesem Maße. Und deswegen dominieren die Alten mit ihren Geschäftsmodellen und wahrscheinlich noch viel mehr, nicht nur über, ich habe Zugang und kann mit ihnen reden und sie überzeugen. Nein, das geht noch auf einer anderen Ebene. Bis heute wissen wir nicht, wer die Spender im System Kohl sind und waren. Ja. Bis heute wissen wir es nicht. Wir wissen nur Großkonzerne. Wir wissen aber bis heute, dass im innersten Zirkel von Kanzler Kohl Frau Merkel und Herr Schäuble waren. Die sind Teil dieses alten Systems, das wahrscheinlich da in dieser Art fortgeführt wird. Und damit ist das nicht nur eine Frage des Lobbyismus, sondern es ist auch eine Frage der Korruption, versteckt, offen in Deutschland wenig erkennbar, aber indirekt doch vorhanden. Auch hier ist das der Fall. Und deswegen ist das ein ungutes System, das wir uns nicht mehr länger erlauben dürfen, eigentlich schon längst hätte abgeschafft werden müssen. Aber es lebt fort. Und es lebt fort einfach, da sie es organisieren mit dem vielen Geld, das sie vielleicht weiter noch zur Verfügung haben, wenn es nun die Rettungsprogramme für die Wirtschaft gibt, dann geht es auch wieder in diese fossilen Konzerne hinein. Und dann haben sie plötzlich wieder Geld, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft zu finanzieren, damit dann die Anti-Kampagnen gefahren werden gegen die erneuerbaren Energien, damit die Thesen kommen, wir brauchen eine Abwrackprämie für die Erdölautos, damit die Wirtschaft wieder wächst und wir brauchen eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke, wird bald kommen, denn das ist ja bei weitem noch nicht zu Ende, denn wir müssen immer wissen, E.ON, RWE und andere betreiben ja auch im Ausland Atomkraftwerke und wollen diese nicht abgeschaltet haben. Das gesamte System ist so verwoben und so verbunden und hat eine solch große Macht. Da hilft eben vor allem natürlich eine Abwahl der Regierungen, ist jetzt schwerer geworden mit dem Rückgang der Umfrageergebnisse der Opposition. Aber es hilft noch eines, denn sie können das ganze System ja nur aufrechterhalten, wenn die Bevölkerung das auch mitmacht. Heute sind die erneuerbaren Energien die billigste Art der Energieerzeugung.
jeder, der sie für sich investiert, in Privathaus, in seiner Mieterwohnung, mit Genossenschaften, in seiner Kommune oder sonst was, kriegt billigere Energie und stört das System des Verkaufsgeschäfts der Großen. Das ist die eigentliche Bewegung, die stark sein kann und die groß sein kann. Und deswegen ist diese Investition von unten, die lokale Beeinflussung der Bürgermeister, der Landräte, doch endlich 100% erneuerbare Energien zu machen. Wir haben mit der Energy Watch Group gerade eine Studie vorgestellt für den Landkreis Bad Kissingen, wie er das machen kann. Das sind erstaunliche Ergebnisse. Eines will ich nur mal in die Runde werfen. Wir haben dort, wo das Biosphärenreservat Rhön ist, viele Windkraftgegner. Und die glauben, wenn wir 100% erneuerbar über alle Energiesektoren in Rhön in Bad Kissingen machen, dann bräuchten wir tausende neue Windräder und Hilfe die Vögel und die Landschaft. Nein, wir brauchen nach unserer Studie, um fast die Hälfte der gesamten Energieerzeugung im Landkreis Strom, Wärme, Treibstoffe zu machen, nur 48 neue Windräder der Größenklasse 5 Megawatt. Das ist eine Kleinigkeit, das verschandelt nicht die gesamte Landschaft und schon gar nicht die Landschaft. Und das ist zu tragen und das ist kein Vogelmord und nichts, sondern wir können das machen, wir können das leisten, die Augen öffnen. Also tun wir es, gehen wir raus, werben auf jeder Ebene, natürlich in Berlin. Aber wenn von unten diese Kraft wächst, wenn immer mehr neue Erneuerbare eingespeist werden, dann sind oben die Blockaden nicht mehr haltbar. Dann können sie beschließen, was sie wollen, wenn die Bevölkerung unten mit den Unternehmen und allen das tut. Also ran damit. Jeder Einzelne kann damit mithelfen, indem er sein Dach blau macht, wenn er es nicht schon hat, die Batterien rein und indem er die Genossenschaften gründet und den Bürgermeister drängt, endlich die gesamte Stadt umzustellen. Hervorragend, lieber Hans-Josef. Ich möchte diesen Ball auch gerne an Claudia Kempfert weitergeben, die ja auch betont hat, dass eine ganz entscheidende Säule dessen, was zu tun ist, wirklich die Bevölkerung mitzunehmen. Das, was du Demokratie genannt hast. Vielleicht möchtest du da nochmal einsteigen. Ja, gerne. Nee, also ich bin da ganz bei Hans-Josef, dass wir in der Tat alles tun müssen, um genau diese Kräfte von unten zu stärken. Heute ist ja auch die Fridays for Future Netzbewegung. Ja. Ich selbst habe ja, das habe ich ein bisschen erwähnt, auch mit Mondays for Future jetzt aktuell noch ein Buch veröffentlicht, wo ich genau da auch diese Kräfte mobilisieren will. Und zwar alle Fridays for Future Bewegungen, die es gibt, um auch genau das zu schaffen, um diese Gegenkraft zu schaffen. Und ich glaube, das sind zwei Ebenen, die ich da wichtig finde. Das eine ist eben diese Solidarität, die Bewegung stärken, auch Menschen zu mobilisieren, egal wo, egal wie, sich einzubringen eben für aktiven Klimaschutz. Und das zweite ist jetzt auch, was Eike und andere angesprochen haben, ist diese Investitionsallianz, dass man dafür werben muss, auch in politischen Bereichen dort diese Gelder, die dort bereitgestellt werden, einzusetzen für nachhaltiges Wirtschaften. Und da sehe ich schon ein Momentum, wo man auch mit viel Kraft ganz sicher auch gegen diese Kräfte im Wirtschaftsministerium, denen ich übrigens ein ganzes Kapitel in meinem Buch gewidmet habe, um auch jetzt auch eine Öffentlichkeit dafür zu schaffen, dass dort solche Dinge passieren, da gegenzuhalten und auch entsprechend die Politikerinnen und Politiker, Franz Alt hat es angesprochen und andere, zu mobilisieren, sich da einzusetzen für einen Klimaschutz und für eine Wirtschaftsallianz in Richtung Nachhaltigkeit. Aber in der Tat, die Kräfte sind groß. Es sind die Autokonzerne und andere, die da jetzt schon wieder mobil machen in eine vergangene Welt. Und da wäre ich bei David. Wir müssen auch dafür kämpfen, 100% erneuerbar umzusetzen und einzusetzen und das auch entsprechend zu thematisieren an allen Ecken und Enden. Ich glaube, dass wir, wenn wir über die Wirtschaftskraft argumentieren, wenn wir deutlich machen, wir haben eine enorme Wirtschaftsallianz, die wir hier mobilisieren können, sei es die Schwerindustrie, Autoindustrie und andere, die eben in Richtung Kooperation mit erneuerbaren Energien geht, dass man da auch tatsächlich in der politischen Welt Mehrheiten generieren kann für das. Aber dafür müssten eben die Gegner und diejenigen, die das alles ausbremsen, ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes ausgebremst werden, damit wir mit diesem Vorschlag durchkommen. Sie brauchen Feuer unter dem Hintern. Ich habe noch zwei Personen, die aus dem Medienbereich kommen, noch nicht vorgestellt. Das ist Frank Farenski von Transparenz TV und Gerd Hoffmann von der Agentur Zukunft. Frank, du stimmst doch sicher den meisten, was wir hier bisher besprochen haben, weitgehend zu.
Ja, also ich bin ja jetzt die Mickey Maus hier in der Truppe. Ich will kurz sagen, also ich betreibe ja mein Projekt Leben mit der Energiewende seit 2012. Das besteht daraus, dass wir einen laufenden Kinofilm haben. Einige von euch haben ja schon mitwirken müssen, mehr oder weniger freiwillig oder nicht, aber alle haben gerne mitgemacht. Vielen Dank nochmal dafür. Und diese Filme laufen in Sonderfilmvorführungen quer durch die Bundesrepublik. Seit dem Januar gibt es diesen Film auch als Schweizer Variante. Das heißt, wir haben die Schweiz in unsere Kampagne mit einbezogen. Und in der Schweizer Zivilgesellschaft kommt das außerordentlich gut an. Wir sind über die Schweiz unheimlich glücklich. Der Sprung nach Österreich steht bevor. Es bleibt trotzdem eine kleine Kampagne. Wir können sagen, dass wir pro Woche zwischen 5 und 6 begleitete Filmvorführungen haben, indem wir diese Filme spielen. Sie werden organisiert von Institutionen und Organisationen, Vereinen der Zivilgesellschaften, von politischen Parteien. Sogar die FDP hat schon Filmvorführungen organisiert, die CDU noch nicht, bis hin zu Unternehmen, aber eben auch vor allen Dingen Organisationen aus dem Bereich der erneuerbaren Energie. Und dazu haben wir dann eine Art Internetfernsehsender der Energiewende und Nachhaltigkeit. Und wir streamen zurzeit 4 Sendungen pro Woche. Montags, Dienstags, Mittwochs, Donnerstag 4 Sendungen. Eine 5. Sendung kommt jetzt in den nächsten Wochen dazu. Das heißt, dass wir montags bis freitags jeweils um 20.30 Uhr ein Internetprogramm organisieren. Und wir haben 2 Fernsehstudios, eins hier neben dem Haus der Demokratie in der Greifswalder Straße in Berlin. Da sitzen ja ungefähr 52 NGOs von Amnesty International, sitzen auch ein paar Gurkenorganisationen drin, aber da sind wir. Und wir haben ein Studio im Allianzforum am Pariser Platz. Da haben wir das Sitzungszimmer der Dresdner Bank bekommen mit Balkon und Blick auf dem Brandenburger Tor. So gut kann nicht mal die ARD und ZDF rausfilmen aus ihren Studios. Da wart ihr ja auch schon. Und das bauen wir praktisch halt aus. Trotzdem sind wir eine Mickey Maus. Also wenn wir eben 5 bis 6 Filmvorführungen haben, muss ich sagen, wir erreichen im Prinzip pro Woche zwischen 600 bis 700 freilaufende Bürger in den Kinosälen. Und auch unser YouTube-Programm bleibt eine Mikrokommunikation. Wir haben im Moment pro Jahr auf unseren YouTube-Angeboten ungefähr 2,7 Millionen Zuschauer. Das ist ungefähr so unser Bereich. So, was mein Anliegen ist an der ganzen Geschichte ist, wir bereiten gerade eine Kampagne vor, die das gerade einbezieht, was schon besprochen wurde, nämlich das Modell der BNA. Es gibt noch ein Papier des BDEW. Der BDEW hat ja mit seinem Vorschlag über die Hygienowelle massive Verteuerung der eigenproduzierten Energie vorgesehen. Wir haben das mal ausgerechnet. Wenn der BDEW sich durchsetzt, sind es 16,5 Cent pro Kilowattstunde. Dass das rechtswidrig im Rahmen der EU-Rahmeninitiative ist, braucht man nicht zu sagen. Aber worum es geht, und ich sehe das wirklich ganz krass, es klang immer hier im Kreis so ein bisschen ein. Ich glaube, dass es darum geht, dass die konventionelle Energieindustrie über den BDEW und die BNA mit hintendran den Eigenverbrauch von Energie im Grunde genommen reduzieren will. Sie wollen nicht, dass es gespeichert wird. Sie wollen nicht, dass es eigenverbraucht wird. Damit wird das Elektroauto raus. Was sie wollen, ist, dass mit den Regelungen, die jetzt ansteht, ich will jetzt das BNA-Modell 1, 2 und 3 und was der BDEW will nicht sagen, sie wollen im Grunde genommen, dass der regenerative Strom, der auf den Dachanlagen ist, ins Netz weitestgehend eingespeist wird. Der Speicher fliegt raus. Dann haben die Bürger eine Nutzung von 20% und der Rest ist sozusagen auf Dauer Zukauf von den Energieversorgern. Ich glaube, dass das ein Versuch ist eines Rollbacks. Ich finde, das ist eine ganz massive Geschichte, die ansteht. Ich glaube, das wäre das Ende der Bürgerenergiewende, weil für die Bürger würde sich definitiv nur noch eine Solaranlage lohnen über viele Jahre. Aber das, was die Bürgerinnen und Bürger wollen, selber regenerative Energie produzieren, speichern und verbrauchen, Sektorenkopplung zu machen, das ist mit diesen Modellen dahin. Und deshalb planen wir hier, unterstützt von der deutschen Speicherindustrie, weil das sind diejenigen, denen ich Produkte verkaufen kann in Form von Sendungen, in Form von Filmen, planen wir eine kleine Kampagne, die also versuchen soll, darauf hinzuweisen, was hier politisch im Gange ist. Und die Idee ist, die Kampagne so breit auszurollen, dass die politischen Verantwortlichen sozusagen vielleicht ein bisschen damit beeindruckt werden, tatsächlich die Eigenverbrauch und die Eigenenergieversorgung irgendwie kaputt zu machen. Und wir haben einige Sendungen dazu schon produziert.
aber wir werden versuchen, mit Bürgerinnen und Bürgern Aktion zu machen. Und da habe ich ein relativ gutes Tool, denn wir haben mit über 1000 Vertretern der Zivilgesellschaft Filmvorführungen gemacht. Und ja, die sind dabei, alle zu aktivieren. Das heißt, wir können tägliche Aktionen auf der Straße machen, die wir auch machen werden, wo wir eine Briefaktion gegen das Bundeswirtschaftsministerium planen, wo es heißt, Hände weg von unserer Energie. Meine Energie ist meine Energie, ist so ein bisschen der Slogan. Und wo wir praktisch die Bürgerinnen und Bürger dazu bringen werden, mit uns zusammen Briefe, Postkarten zu verschicken. Das greifen wir multimedial auf, greifen es in die Sendung auf, holen uns Testimonials von Leuten für die Energiewende und werden also versuchen, tatsächlich mit allen unseren Möglichkeiten so eine Art Bürgerdruck zu erzeugen, um die Eigenenergieversorgung irgendwie doch noch zu retten. Und ich weiß, dass viele in diesem Bereich, die stecken alle so in Spezialthemen drin. Der eine macht das, der andere macht dies, der andere macht das. Aber dass hier das Große und Ganzen durch den Vorschlag der BNA und des BDEW wirklich mal wieder auf dem Spiel steht, erkennen, glaube ich, viele Experten nicht. Und ich bin Frontschwein, ich bin Journalist, ja. Ich bin die Kakerlake in dem Bereich der erneuerbaren Freunde, die da irgendwie rumlaufen. Aber ich rieche das ja, was hier stattfindet. Und ich finde, das, was hier ist, ist wirklich ein großer Schlag. Und meine Idee ist sozusagen, finanziell unterstützt von den Speicherherstellern, so eine Bürgerkampagne insofern nochmal anzuzetteln, was wir mit diesen multimedialen Tools, die wir haben, eben nach oben bringen wollen. Da möchte ich noch zufügen, wenn wir von Bürger sprechen, sprechen wir nicht nur von Leuten, die ihre eigene kleine PV-Anlage haben. Dazu gehört der gesamte Mittelstand, der mittelständische Handwerker, der seinen Strombedarf von Strom aus dem Dach sehr viel billiger und preiswerter decken kann, als wenn er das aus dem Netz bezieht. Also der Mittelstand steht da genau in derselben Richtung. Ich glaube, unsere Zeit ist um. Eine inhaltliche Sache wollte ich noch sagen, die mir ganz wichtig ist, weil ich auch verstehe, wie die Institutionen und Organisationen und die Experten denken. Ich weiß, wie viele, zum Beispiel Ture Traber, Hans Josef, hat mir gesagt, wir denken das über die EU, wir denken das sozusagen dann über die Strombörse. Also jeder hat seinen unterschiedlichen Zugang zu der ganzen Geschichte. Ja? Und das ist auch alles ganz richtig, wie wir das denken. Ich als Energiewende-Kakerlake und Frontschwein denke das aus der Sicht der Unternehmen und aus Sicht der Bürger. Und die Bürger und die Unternehmen wollen ihre eigene Energie produzieren, speichern und verbrauchen. Die wollen Sektorenkopplung machen. Und das will man denen wegnehmen. Und das ist der Zugang zu den Menschen, weil die müssen es machen wollen. Die kriegen wir nicht über irgendwelche Börsenstrom oder was weiß ich alles, sondern die wollen das machen. Und wenn die das nicht machen, dann ist die Energiewende im Eimer. Und deshalb denke ich, dass über die und die müssen wir sozusagen rankriegen und dafür gewinnen. Und über die müssen wir das Ganze denken, zu sagen, es muss sichergestellt werden, dass die Bürger und Bürgerinnen das weitermachen dürfen. Ganz genau. Und ich glaube, wir haben einen wirklich sehr, sehr aufregenden Bogen in diesen anderthalb Stunden spannen können über die Themen, die entscheidend wichtig sind. Und ich persönlich würde vorschlagen, zwei ganz wichtige, zentrale Themen hier mit hinauszunehmen. Das erste unmittelbare und für unmittelbare Aktion sich anbietende Thema ist wirklich das Thema des Investors Post-Corona-Investitionsprogramm. Dass wir sicherstellen, dass das, was jetzt nach Corona an Hunderten von Milliarden in die Wirtschaft fließen muss, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, auf die Füße zu bringen, unbedingt in eine neue, in eine erneuerbare, in eine grüne Wirtschaft Richtung geht. Und dazu passt natürlich auch hervorragend der Punkt, der in vielen Beiträgen, ich danke besonders auch Jutta Trube dafür, aufgekommen ist. Dazu gehört natürlich auch das zentrale Thema, wir müssen die Wertschöpfungskette für diese grünen Technologien auch bei uns in Europa haben. Wir haben nichts dagegen, weltweit zu handeln, auch sich auszutauschen und so weiter. Aber wir brauchen diese Wertschöpfungskette bei uns. Ich denke besonders da an die völlig neue Industrie des grünen Wasserstoffs. Der grüne Wasserstoff, der so unglaublich wichtig wird, eben nicht nur für die E-Mobilität von Lastwagen, Omnibussen und so weiter, sondern auch für die Dekarbonisierung von Stahl- und Zementproduktion. Dafür brauchen wir gigantische Mengen von grünem Strom. Und das kann man am preiswertesten natürlich mit Photovoltaik liefern. In Südeuropa können wir photovoltaischen Strom bald für 1 Cent pro Kilowattstunde haben. Und das ist einfach nicht zu vernachlässigen. Also die erste
große Message aus unserer heutigen Diskussion ist wirklich dafür zu sorgen, dass dieses Investitionsprogramm in die richtige Richtung gelenkt wird. Und dazu gehört natürlich auch dafür zu sorgen, dass es keine neuen Hindernisse gibt, die jetzt noch bisher in der Diskussion steht. Und das zweite Thema ist wirklich das Thema, Claudia, das Entscheidende ist, und Frank Ferenczky hat das ja sehr schön als die Kakerlake beschrieben, wir kommen nicht weiter, wenn wir diese Sache nicht der Bevölkerung klar machen. Und der Bevölkerung klar machen, es geht um beides. Es geht um Klimaschutz, es geht um die Bewahrung der Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen, aber es geht gleichzeitig um die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands. Ich habe 2015 gefordert, man sollte ankündigen, 2020 in Innenstädten nur noch mit elektrisch oder mit emissionsfrei betriebenen Autos zu fahren, um der deutschen E-Mobilitätsindustrie auf die Füße zu fallen. Mir wurde widersprochen mit dem Argument, wir müssen noch weiter diese fossilen Autos bauen, um genug Geld zu verdienen und dann das Geld zu haben, umzustellen auf E-Mobilität. In Wirklichkeit schaffen inzwischen andere Konzerne im Ausland, USA, China, Produktionskapazitäten im Millionen-Auto-Bereich. Und die können natürlich zu ganz anderen Preisen anbieten, als wir mit unseren 30.000, 50.000 Immobilfertigungen aus deutscher Fertigung. Also es geht wirklich um die Zukunft der deutschen Volkswirtschaft. Wenn wir dieses Thema nicht aggressiv in die Hand nehmen und wenn wir der Bevölkerung nicht klar machen, dass es um ihre eigenen Jobs geht, um die Zukunft, und dann natürlich die Politiker werden reagieren auf das, was die Bevölkerung sagt, denn die Politiker können ja nur ein Spiegelbild des Willens der Bevölkerung sein. Also ich glaube, diese zwei Themen, Post-Corona-Investitionsprogramm und das, was wir Demokratie nennen, Mitnahme der Bevölkerung, das sind die zentralen Themen. Hans-Josef, ich sehe deinen Finger noch. Eine kleine Korrektur, völlig einverstanden mit den Themen, nur nennen wir es bitte nicht Post-Corona. Wir wissen nicht, wie lange die Corona-Krise geht. Wir müssen sofort mit allem anfangen. Okay. Und deswegen nicht Post-Corona, sondern entweder Corona-Wirtschaft oder sonst irgendwas. Ja, okay, nicht Post-Corona, weil wir nicht wissen, wie lange es dauert, bis wir in diese neue Zeit kommen. Okay, hiermit möchte ich gerne die Runde abschließen. Gibt es noch unmittelbare, dringende Wortmeldungen? Ich sehe, David, hast du deinen Finger hoch? Ist das dein Finger? Oder David spricht vielleicht nicht? Genau, wir sind total durch mit dem Thema, aber einen Satz möchte ich doch noch sagen. Wir haben in der Corona-Krise sehr stark auf die Virologen gehört. Lasst uns doch in Zukunft auch auf Eike, Claudia und viele, viele andere Wissenschaftler hören, denn das brauchen wir jetzt im wissenschaftlichen Rat in dieser Krise auch, in der Klimakrise. Und wir haben gelernt in der Klimakrise, dass das, was die Wissenschaftler zu sagen haben, wichtig ist. Auch wenn nicht alle Wissenschaftler sich in allen Details einig sind. Ich glaube, bei unseren Diskussionen ist der Überlapp, die Einigkeit noch sehr viel höher als bei den Klimawissenschaftlern, bei den Virologen über Details, wie man aus der Pandemie herauskommen kann. Aber im Prinzip sind sie sich natürlich alle einig. Also, ich möchte noch mal ganz herzlich danken für eure Zeit heute. Ich glaube, dieses YouTube-Dokument, das weiterhin verfügbar sein wird, wird eine sehr, sehr interessante Nachschlagquelle für Informationen, für wichtige Argumente sein in unserer Diskussion. Dafür auch vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank auch an Tomasz und den Cleantech Business Club, der diese ganze wochenlange Konferenz möglich gemacht hat. Ich glaube, wir werden alle merken, dass man sehr viel auf diese Weise machen kann. Viel besser als mit dem Herumreisen zu Konferenzen und so weiter. Ich glaube, die Welt wird nach Corona anders sein als vor Corona und wir alle wollen dazu unseren Beitrag liefern. Nochmal herzlichen Dank nochmal. Und Tomasz, bist du da? Hast du? Are you there, Tomasz? Do you want to take over the words as a I'm always here to support you, Eike. Yes, and thanks to you, thanks to your team to make it possible. I think what you have set up here and demonstrated this week is absolutely fantastic. And I can just invite anybody who has to organize international global meetings to communicate with Tomasz, because what has been put together from different sources, from Zoom and other technologies, it has really worked extremely well, and I think this session was a good example how well it worked.
Thanks so much. Well, thank you so much.